Na, dann hast du noch einen zweiten hier. Ja, guck an. Ne? Da ist er. Mann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleos. Heute im Extremtest. Was ist denn heute extrem? Heute ist die Größe der Büchse extrem, glaube ich. Büchse? Büchse. Ach du Scheiße. Echte Wikingerbräu oder was? Ja, eher Zwergengesöff, oder? Ist das nicht, so, ist das ein Zwerg? Wikinger. Na, ich glaube, das haben beide. Das sind beide getrunken. Ich denke mal, wahrscheinlich haben sich die Wikinger mit den Zwergen zusammengetan und haben gesagt: Alter, hier, Faxe. Ja. Faxe. Faxe. Was haben wir im letzten Video getrunken? Dänische. Im letzten Video haben wir das Landskron Pilsener getrunken. Zieht es euch mal rein. Sehr interessant. Also wenn da auf ein gutes, ausgewogenes Bier steht und Landskron bei euch in der Umgebung habt, im Getränkeland, dann zieht es euch mal rein. Ja. Ihr Getränkeland, Görlitz, da mal vorbei latschen, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall kochen. Genau. Schöne Grüße nach Görlitz. Grüße gehen raus. Feine Leute. Was haben wir denn hier? Faxe, dänische Bier. Prognose haben wir hier. Das sind eindeutig Wikinger und keine Zwerge. Also das ist ein Wikinger, ja. Aber da hinten ist doch der Zwerg, oder nicht? Wo denn? Hier doch. Quatsch. Das ist bestimmt die Zwergen. Ach ja, übrigens, habe ich ganz vergessen zu sagen, das ist natürlich nicht die normale Faxe Dose, sondern das ist ja die Collectors Item Edition. Und das ist halt die Wikinger Zwergen Dwarf, ach wie auch immer. Die Zwergen Wikinger Edition, wo der Zwerg halt wirklich mehr säuft als Gimli in Herr der Ringe. Oder? Das ist ein Wikinger. Das ist ein Zwerg. Auspacken oder wegpacken? Oder sieht das jetzt falsch? Na gut, wenn es ein Wikinger ist, dann ist es ein ganz schön fette Tor, ne? Ja, klar. Wo da sich das Ding drin knallt. Gut, dann sind es die halt nur die Wikinger. Aber eine schöne Collectors Item. Ich hab Durchschätze. Auspacken oder wegpacken hier? Naja, aber ich will auf jeden Fall die Dose behalten. Die versteige ich dann bei eBay. Also das ein Punkt. Das ist die genialste Büchse Bier, die ich jemals gesehen habe. Und vor allem ein Liter. Also ich sage, also mindestens zwei Punkte hat das Ding definitiv verdient. Drei Punkte. Augensucht oder Augenflucht? Köp ein. Ja, auf jeden Fall. Aber wo denn? Ja, in welches Glas eigentlich? Unsere Gläser sind zu klein. Na, ich glaube, Jens hat da mal was vorbereitet. Immer größere Gläser. Jawohl. Jetzt hört es richtig ab. So. Ich glaube, den macht man nicht nur so. Da macht man. Mann, ey. Lass bitte den Schuppen trocken. Klatschen muss das. Ich denke, so. Thor's Hammer ist doch das richtige für den Wikinger, oder nicht? Na, ich glaube, Thor's Hammer reicht ja nicht. Da muss schon meine Schelle. Ach so. Ja, ja. Deine Schelle. Genau. Ouch. Ouch. Das ist schon eine Challenge. Ich krieg direkt Durst, wenn ich das sehe. Alter. Na, besser geht nicht. Pulle ist leer. Maß ist gefüllt. Perfekt. Besser geht's nicht. Oh, 4 Punkte. Ja. Gaumenhiebe oder Gaumenhiebe? Das ist, da könntest du ein Bild machen, von, Alter. Muss ich mal kurz ein Bild machen für Instagram.
Ja, macht halt. Ich glaube, Dora Scheik schon mal gesagt. Alter, das kannst du ja nicht besser machen, Alter. Das ist brutal. Oh, das zeig rein in den Bock, Junge. Prost. Ach so, ist das. Na gut, dann. Schluck, so ein paar Schluck muss ich schon aus der Büchse, damit ich ein paar gleich habe. Zum Wohl. Das wird gekühlt übrigens. Das ist wie ein milder Fruchtcocktail. Da ist auch so ein Nachgeschmack drin. Hat ein bisschen was von Sternbock. Das Bier ist immer so kalt. Steckt doch mal einen Stecker drin. Schwierige gleich. Fruchtig, Zitrone, Orange. Mild. Hier in die Mette, ne? Du hast da das Büchsenaroma mit drin. Komm, Glas, ja? Ja, ja. Geht da hier rum, ey. Gibt's doch nicht. Meine oh, nee, ey. Trink mal, trink das mal aus der Büchse. Ist das metallisch? Hm. Ich hab da einen komischen Nachgeschmack, aber metallisch schmeckt da nicht. Boah, hier hast du extrem die Kohlensäure, wa? Ja, oh, Alter. Oh, geht. Entschuldigung. Was hier? Boah, ich hab hier extrem die Kohlensäure. Schmeckt da ja nicht. Ich schmeck nur die Kohlensäure, Alter. Ich schmeck da halt, dass Bier ist und dass ich dann die Kohlensäure habe und dann diese Zitronige halt einmal drumherum. Das ist komplett was anderes, als wenn ich außer ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Aus dem Glas schmeckt das halt besser. Ja. So. Gaumen Liebe oder Gaumen Hiebe? Also ich mag das wohl, ne? Ach, mein Arm! Das Bier ist ein... In erster Linie erstmal ein Allerweltsbier. So. Das war für Wikinger. Wikingers. Ich muss ganz ehrlich sagen, schade, dass das aus der Büchse kommt. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn es aus der Flasche kommt, ist das auf jeden Fall, ja, da zieht es auf jeden Fall nochmal an. Ja, das ist ja, das ist von den Büchsenbieren schon das wirklich Gute. Das ist halt das Alleinstellungsmerkmal von Faxe. Ja. Die haben halt eine 1-Liter-Büchse. So. Und ja, komischerweise, normalerweise ist es ja so, dass wenn du also, kenne ich so, wenn man jetzt Sachen in größeren Format anbietet, dass es dann gleichzeitig auch schlechter ist. Das ist beim Faxe nicht so. Faxe kann dann schon die meisten Büchsenbiere definitiv abhängen. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, außer jetzt dieses irische Bier. Oh Gott, wie heißt denn das? Guinness? Guinness, genau. Das wird es wohl nicht abhängen. Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht, wa? Genau. Ich jetzt hier anklicken. Genau. Das ist jetzt hier verlinkt. Ja. Oh. Oh, ja. Na, Faxe halt, ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, wer Faxe kennt. Das ist halt. Ja. 5 Punkte oder was? Hä? Nee, kaum Liebe oder kaum Hiebe?
5 Punkte oder nicht? Mehr. Definitiv mehr. Also das ist hundertprozentig im oberen Durchschnitt anzusiedeln. 9 oder 10. Es gibt 10. 10. Special Points. Alter, das ist eine Literfaxe. Das ist ein Liter. Ja, wir haben jetzt hier eine Literdose. Das ist total originell und neu und Alleinstellungsmerkmal. Dann haben wir hier so ja die Collectors Item. Ja, wenn du die nochmal, dann ist es nochmal mindestens ein Punkt wert. Ja, ist ja jetzt. Haben wir ja nochmal 2 Punkte so. Ja. Gut. Also, das ist schon krass. Ja. Was ist noch? Überhaupt her. Also für eine ja. Hier ist der Viking-Saga halt, wie faxe.com. Was? Das ist der Viking-Saga. Viking-Saga. Na, guck ich mal. Nein. Ja, guck mal. Ich sehe da nicht mehr als 2 Punkte, auch wenn ich mich anstrenge. Gebe ich dir recht. Aber schon. Finde ich total geil. Ich bin traurig, dass ich nicht auf die tolle Idee gekommen bin. Ja. Das Solero-Spiel. Ja, das ist so. Schon genial. Deutsche Dreinheitsgebot? Hat. Wir gucken mal. Ich habe schon geguckt. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Na gut. Uwe. Den kriegen wir so schnell hin. Ja. Müssen wir uns erstmal einen dämlichen Witz. Ja, wir pausieren erstmal. Ihr könnt euch schon mal einen einhelfen und wir sehen uns dann nachher. Das Fax ist schon lecker. Willkommen zurück. 6 Stunden später. Wir machen zwischendurch mal auch so ein bisschen einen Witz wieder und was keiner wissen will, aber was ich euch trotzdem mal erzähle. Und was fangen wir an? Ist mir eigentlich wurscht. Ja? Ja, keine Ahnung. Was sagt der Mann, wenn seine Frau die Kellertreppe hier hinunterfällt? Bring mir gleich mal Bier mit, Hilda. Ach, Hilda ist so, ne? Ja. Ja, genau so. Ja. Hast du noch einen, oder? Kannst du nur einen? Kannst du nur einen mal? Ja, ich kann mehrmals. Ja. Was ist ein 7-Gänge-Menü für Männer? Ja, ganz einfach. Ja, ein Schnitzel und ein Sixer Bier. Ja, was denn? Was soll denn das sonst sein? Ich habe noch ein paar Fakten. Oder die schon angekündigt wissen, was keiner wissen will, aber was ich euch trotzdem erzähle. Biereis. Der Gerstensaft beim verrückten Eismacher in der Amilienstraße kommt nicht im Maßkrug, sondern in Kugelform daher. Das ungewöhnliche Augustiner-Eis muss man als echter Münchner unbedingt einmal probiert haben. Aha. Aber Vorsicht! Wer mehr als 2 Kugeln verputzt, sollte das Auto vielleicht besser stehen lassen. So extrem. Okay. Was drin zu sehen. Tja, hört sich so an, ja. So. Machen wir weiter mit dem Wikingerbräu. Faxe, nimm lieber die Taxe. Oder du haust dir eine Prophylaxe. Dann hast du kein Problem. Uwe. Ist der Uwe auch dabei? Nein, ich glaub's nicht. Mhm. Na, hast du gehört? Jetzt hast du ihn vertrieben. Jetzt hast du den Uwe vertrieben. Ich hab. Kein Uwe. Ich schreibe kein Uwe.
Backcappen. Backcap-Faktor? Null. Null austrinken. Also. 10 Punkte. Ach, das wird ja wohl ein Silber, aber. 23 von 30. Was? Das ist noch Silber. Alter Schwede. Ein Punkt mehr. Er hat Gold. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Also höchstes Silber. Ja. 23 Punkte Faxe. Schon. Mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Ich kann ja anstoßen, hab ausgetrunken. Zum Wohl. Ich. Freut euch? Ja, freut probiert euch, ihr alten Eulen Wikinger. Und trinktet endlich aus. Ja. Puftet und trinktet. Probiert es einfach. Die 1 Liter Faxe. Ist ja auch einfach mal so kurz mal weggezischt in der Pause. Na, ruckzuck, ja. Ja. Ich meine, selbst im Abitur, Alter, zieht es euch rein. Im Abitur. Ja, das ist so. Die Leute heutzutage machen was ganz anderes im Abitur. Eben drum, Alter. So, was gibt's als nächstes? Warte kurz. Ich hab schon was hergebracht. Oh. Ich wollte nicht nämlich nicht aufstehen. Was denn? Na, erzähl mal. Keimleim. Was? Keimleim, oder? Was ist denn das? Keimleim oder Leikeim. Landbier. Gell. Fränkisch. Fränkisch, fein, herb, würzig, goldgelb, vollmundig. Das ist voll was für uns. Oh, das wird eine Herausforderung. Na, wir werden sehen, ja. Und, du meinst bloß, dass das eine Herausforderung ist, weil das grün ist. Naja. Das ist wirklich, was mich auch ein bisschen abschreckt, aber wir werden sehen. Unbedingt wieder einschalten. Dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Haut da rein. Das ist fein.